Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und heute kümmern wir uns jetzt echt mal wieder um die Quest. Aufziehende Stimme. Kennen Sie zu Daniel in den Nervos zurück? So. Und ich glaube, so langsam müsste es mal echt final werden. Schön, dass Sie noch unter uns sind. Was kann ich für Sie tun? Ich habe im Tal alles überprüft und Ihnen die Karten von Gwen Staircase mitgebracht. Vielen Dank. Nun, das wäre alles. Mehr benötigen wir nicht. Bleibt uns nur noch heimlich unsere Sachen zu packen und unbemerkt zu verschwinden. Vorausgesetzt, Joshua versucht nicht, mich aufzuhalten. Oder hat sie dazu gebracht, trotz meiner Worte gegen die Weißbeine zu kämpfen? Keine Sorge, das ist kein Vorwurf. Sie sind ein Außenstehender. Und sie sind kampferprobt. Dennoch, es geht um mehr. Ach du meine Güte. Ob sie entscheiden, ob das Tränenvolk kämpfen oder fliehen soll, ihre Entscheidung wird ihr Schicksal unwiederbringlich in Bewegung setzen. Unvollendete Missionen in Zion werden sie nicht beenden können, nachdem sie sich entschieden haben. Also wählen sie mit Bedacht. Ich denke, Joshua hat recht. Wir sollten gegen die Weißbeine kämpfen. Keine Sorge, ich denke, es ist am besten, sie uns verlassen. Nein, ich denke, Joshua hat recht. Wir sollten gegen die Weißbeine kämpfen. Weil wenn wir es nicht tun und es hier verlassen, dann haben die Weißbeine doch im Endeffekt gewonnen. Dann kriegen sie doch, was sie wollen. Nein. Warum? Haben sie noch nicht genug gesehen? Warum sollte das Tränenvolk die Weißbeine für ein Stückchen Land abschlachten? Joshua will mehr als einen Übergriff. Er will ein Schlachtfest. Und dafür braucht er mehr als sie und die Wüstenpferde. Das Tränenvolk darf nicht dazu gezwungen werden. Dazu haben Joshua und Sie kein Recht. Bitte denken Sie noch einmal über meine Worte nach. Und Sie haben das Recht, Sie von Ihrem Land zu vertreiben? Ich habe Ihnen bereits erklärt, dass wir aufbrechen. Sie akzeptieren es. Was wird Joshua Ihnen darüber erzählen, ein Krieger zu sein? Was soll man Ihnen darüber erzählen? Wie man damit lebt, im Eifer des Gefechts jemand getötet zu haben, der es nicht verdient hat zu sterben? Oder ist das nicht von Belang? Ist das lediglich der Preis dafür, den man zahlen muss, um an diesem Tal festzuhalten? Vielleicht gibt es auf dieser Welt keine Gnade mehr. Aber das werde ich niemals hinnehmen. Und ich werde es niemals dulden. Nur über meine Leiche. Joshua wird bereits auf Sie warten. Ich bleibe hier bei den anderen, wie ich es Ihnen versprochen habe. Okay. Danke. Ich weiß, dass Daniel nicht zustimmt, aber nur durch die Vernichtung der Weißbeine kann das Tränenvolk sicher in Zion bleiben. Sie und ich werden von dieser Position aus eine Gruppe Wüstenpferdkrieger und Tränenvolkjäger nach Three Marys führen. Wir müssen Salz in der Wunde finden, den Anführer der Weißbeine und ihn an der Flucht hindern. Zeigen Sie den Weißbeinen, denen wir begegnen, keine Gnade. Denken Sie daran, warum wir hier sind. Das hier ist Vernichtung. Dann mal los. Gott sei mit Ihnen. Oder wer auch immer. Joshua Graham hat Ihnen das extra Weg der Kanaanita verliehen. Wenn sich Joshua Graham in Ihrer Gruppe befindet, hat jede automatische 45er Kaliber Pistole, die Sie behalten, eine geringere Streuung und doppelte Chance auf einen kritischen Treffer. Krieg, mein Fachgebiet. Vernichten Sie die Weißbeine. Finden Sie Salz in der Wunde. Okay. Deswegen waren wir hier hinten und noch nicht bei Sweet. Seit wann ist denn das hier da? Die Karte wird ja immer größer. Ich kann nicht schnell reisen. Kann ich jetzt wirklich nicht schnell reisen? Wirklich nicht schnell reisen? Ach komm. Dann muss ich das halt. Eigentlich würde ich schon gerne alles hier erkundet haben. Da ich jetzt durch das Tal hier laufen muss. Wird das nur umso mehr länger dauern. Hallo. Doppelte Chance auf kritische Treffer. Yo.
ein Gegengift. Ja. Zumindest ist das mein Fachgebiet der Krieg. Also in diesen Spielen. Situation, wo ich eins gegen eins mit jemandem kämpfen musste, bin ich okay, ne, halt in diesen Spielen, ne, je nachdem halt durch meine Ausrüstung nicht sonderlich schwer. Aber most Joshua Graham. Aber wenn es so große Sachen, dann weiß ich immer, wo die Ordnung ist und wie ich was machen muss. Das finde ich sehr interessant immer. Weiß nicht, aber so wenn ich, das liegt wahrscheinlich an meiner Fähigkeit im Chaos Ordnung zu behalten. Das kann ich in der Tat ganz gut. Clearwater Docks. Das ist die Windwall Docks. Sind ja dann doch nicht so viele Sachen, die ich hier erkunden muss. Und ich sehe dich da relativ auf dem Weg. Und diese Karte ist ja dann doch nicht so riesig. So, nächste Docks. Und der Grabhügel da hinten noch. Das Ding da. Man sieht es, glaube ich, schon ein bisschen da. Es ist halt wirklich nicht viel. Grabhügel. Interessant, was hier so ist. Ein Lehmtopf mit Wasser, ja gut. Aber sonst nichts so Besonderem, ne? Der Pine Creek Tunnel ist auch mir zu weit weg. Ich kann immer noch schnell reisen. Und Joshua Graham ist... Das weiß ich nicht. Aua. Wo muss ich denn? Da muss ich irgendwie hin. Schau. Also das ist doch im Endeffekt auch nichts anderes gerade, als wenn ich alleine durch die Welt ziehe, wenn dieser Typ... Der ist halt einfach nicht da. Der ist nicht existent gerade, Joshua Graham. Der anderen Begleiter hat man ja wenigstens, ne, verweilend kurzzeitig gesehen. Ist ja fast so, als wäre das ein Skyrim-Charakter. Boah, ich habe auffällig wenig in Fallout, finde ich, bisher über Skyrim geredet. So, insgesamt. Oh, da oben ist ein netter Mann. Ah, der hat eine Nahkampfwaffe. Hallo. Ich mach's mal so. So, nochmal. Und nochmal. Er war kritisch. New Vegas Samurai. Genau das wollte ich eigentlich haben. Aua. Hey. Na, komm schon. Komm schon. Ich hab doch hier Sis Umarmung. Na. Hat mir gereicht. Was denn?
Willst du, dass dir dasselbe passiert wie deinen Freunden oder was? Oh Mann. Ich gebe den Tipp, wenigstens treffen. Scheiße. Klick, klick ist nicht gut. Ich glaube, den Typen habe ich desintegriert. Oh, oh, oh. Ich habe auch Sachen wie Betonstahlkeule brauche ich nicht. Weißbeiner-Outfit auch nicht. Knusprigetz, das kann ich jetzt einfach mal essen. Hatte der noch Sachen dabei, die ich nicht brauche? Oh, warte mal, warum? Nutze ich das nicht? Richtig gut. Die ganze Zeit dabei, nie genutzt. Vielleicht sollte ich eine andere Waffe auswählen. Das ist das Vogelnest. Da ist es. Hier. Was? Hä? Links? Da ist es. So. Ob man da hochkommt, ist überhaupt die große Frage. Da schon mal nicht. So, ich habe das Gefühl, wir haben so langsam jeden einzelnen Gegner in diesem Spiel besiegt. Da ist am Ende nicht mehr viel übrig. Was ja, ne? Ja, ist. War irgendwie abzusehen. Ja, ja. Warte doch mal da. Danke. Hallo. Ich komme mir irgendwie so vor wie so ein... Brenn ich? Hat dir dann auch nicht viel gebracht, mein Freund. Ja, ja, so, ich komme gleich rüber. So. Perfekt. Ist, wenn das passiert, ne? Dann nimmt man immer wieder so Scheiße mit. Die man nie brauchen wird. Wäre da halt irgendwie hoch. Das dauert mir jetzt sonst zu lange. Auch allein wegen der Tatsache, dass man nicht schnell reißen kann, finde ich lustig. So. Ja, es gibt hier einen Weg, aber... Der würde mir dann wahrscheinlich zu lange dauern. Mhm, mhm, mhm.
So. Hier ist nichts weiter. Da kann ich ja jetzt zu meinem Ziel, kann ich vorher schlafen. Dann kann es wenigstens frühmorgens sein, wenn ich in den Krieg ziehe. Das wäre ja was, der Krieg ohne Schlafen. So, ich mache aber jetzt einen Cut, bevor wir in den Krieg ziehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, bis dahin.